Konstantinopel ist aber vierte Ära, das ist das Problem. Vielleicht, wenn wir eben platt machen, kriegt man vielleicht noch was dazu. Ich vermute, dass das so läuft. Wenn du mich jetzt übrigens nicht angeschrieben hättest, dass du, ey, wenn meine Priester jetzt sterben, kann ich nicht mehr neu machen. Das wird echt ein Problem. Ich gehe mal direkt mit deinen Priestern, die ich baue durch die Burgfahrt hin. Okay, dann gehe ich ein Stück runter, solange, bis das sicher ist. Und greife mich permanent an hier unten. Ja, ja, aber Grün läuft ja auch da durch. Und wenn das sicher ist, dann gehe ich mit denen hoch, weil ich brauche eben ein paar Priester hier oben. Mhm. Aber ich will das Tor einschlagen. Du kannst wahrscheinlich nicht aufs Tor schießen, oder? Warte. Lass mal die Arbeiter alle wieder. Ja, nee, das wird noch eine Weile so gehen, glaube ich. Ich hätte gern mehr Gold, dann würde ich nämlich mehr bei dir reinstecken. Also, das klang jetzt falsch, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß schon. Ich kann halt echt nichts mehr machen. Ohne Gold stehst du halt so blöd da. Ja, was passiert, wenn ein Markt kann, wenn er zerstört wird? 100 Gold. Ich habe 25 Gold. Das ist schön. Tot. Du wirst einen guten Kill-Count haben, glaube ich. Das denke ich diesmal auch. Also bei mir, die Dorfbewohner, wie viel die mir abgeschlachtet haben, das ist jedenfalls nicht sehr schön gewesen. Du solltest dir vielleicht auch an. Deine Burg hat nämlich übrigens mehr Nahkampf- und Fernkampfrüstung durch dieses Mauerhandwerk. Deshalb lohnt sich das immer zu machen. Das habe ich schon gemacht. Ja, ich weiß. Das sehe ich auch. Architektur würde auch gehen, aber ich glaube, die haben wir auch gar nicht. Nee, hier machen wir mehr leichte Kavallerie auf jeden Fall. Oh, ich habe keine Steine mehr jetzt. Das ist alle verbaut. Oh, warte mal, hier rechts könnte noch was sein. Da sind haufenweise Bergarbeiterlager, warum weiß ich nicht, aber ich guck mal, was hier rechts ist. Oder ist hier etwa. Hier ist nämlich Wasser. Was ist rechts? Hier ist Wasser. Hier ist Konstantinopel. Ich greife dir mal nicht an. Da wissen wir wenigstens, wo die sind. Die schießen auf mich schön. Womöglich haben wir die Verteidigungsanlagen Konstantinopels unterschätzt. Für eine Belagerung sind wir nicht gewappnet. Ah, der Hölle, Häfen zerstört. Wir müssen da aufgebrechen. Ich guck bloß mal hier, was die so haben. Deine Burg ist gleich fertig, oder? Ja, ist fertig. Hoch mit euch. Okay, ich hau ab. Die kosten zwar kein Essen, aber. Oh, die haben aufweise Ambrosch-Schützen. Ich muss die ja nicht sinnlos verschwenden, meine Einheiten. Schön, oh, da kommen. Oh, die haben Belagerungsunheimer. Sind das Arbalisten? Oh, nee, Ambrosch-Schützen. Aber Onaga haben sie. Und eine Kraft haben sie, bisher hier. Ja. Also im Zweifelsfall. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal grün oben auseinander. Mach ich es auch. Ich greife den jetzt an. Du kannst nicht aufs Tor schießen, oder? Nein, nicht so weit weg. Und auf eine Mauer? Mauer kann ich angreifen. Das wird gut sein. Was ist rechts davon ist ein Turm. Ja, ich weiß. Ich schlag an, hau ab. Schlag an, hau ab. Oh, Tor ist offen. Klassische Feiglingstaktik. Angreifen und verpissen. Schieß lieber auf die Leute jetzt. Mach ich doch heute. Nee, macht er nicht. Die Burg schießt immer noch auf das Tor. Sollte man nicht treffen. Kopf und dann ist es doch. Ja. Dann heile ich mich jetzt, dann mache ich das Tor einfach kaputt. Aha, also so gefällt mir das, wenn die einfach weggeschossen werden. Aber wir brauchen echt, die hackten einzelne Holz. Die stiche ich ab, du alte Schlampe. Na, diese Fluchbilder, Mann. Ja, vor allem sind wir ja auch die Jüngsten der Jüngsten. Du bist wesentlich jünger als ich, also. Die paar Jahre. Es ist nicht so viel. Okay, das Tor kriegen wir gleich. Dann greife ich an. Du musst ein paar Truppen ausbilden. Moment. Alles gut, ich hab Truppen. Tor ist gleich hinüber. Das braucht ja alles Gold, aber da kann ich keine Belagerungswaffen machen. Nee, du musst leichte Kavallerie nehmen. Was anderes können wir gerade nicht machen. Und ich bin auch froh, dass wir da wenigstens schon Bogenschützen hier oben drin haben, tatsächlich, weil sonst wird die Burg auch noch. Ich brauche 50 Gold, ich muss zur leichten Kavallerie mich weiterentwickeln. Ach, du kriegst den Tür. Ach, das kannst. Ach so, okay, dann hast du nur Speer. Ich habe überhaupt gar kein Gold.
Ja, und ich habe auch bloß noch zwei Priester. Wenn die weg sind, dann war's das. Dann lass sie hier bei der Burg stehen immer. Mache ich auch. Ich renne jetzt wieder raus. Ich guck mal, was die so haben. Also ich greife jetzt an. Das ist gerade. Attacke. Achso, da kommt doch welche. Ja, ich bin froh, dass sie wenigstens keinen Schwerträger machen. Die habt ihr aber auch nicht viel, wie es aussieht. Nee, die kommen halt immer nur mit einzelnen Einheiten. Notfall zieh ich wieder zurück zur Burg. Oh, da ist das Dorfzentrum. Hm. Ritter Speer erschaffen. Ja, der ist nicht ganz so stark wie die leichte Kavallerie, okay. Ich krieg's doch. Ich mach's auf jeden Fall langsam weg. Ist schön. Ich bilde gerade aus, dass ich hinterher rücken könnte. Ja. Da war halt aber leider nur einen einzigen Priester. Meine sind alle tot, leider, bei den Priester. Ja, ja, ich weiß, mein. Oh, hier ist ein Hafen. Vielleicht können wir dann helfen hier, Paul, wenn wir. Ja, den Hafen würde ich stehen lassen, in der Hoffnung, dass wir dann eventuell, wenn wir noch ein bisschen Gold kommen, wenigstens Behandelschiffe bauen können. Ja, müsste ich einen Hafen mal bauen, dann müsste ich mal gucken. Ob wir bräuchten trotzdem erstmal ein bisschen Gold. Okay, ich ziehe mich kurz zurück. Am besten, ich mache so 50, aber wenn wir ein paar haben, dann... Wir dürfen auch wenigstens 125 Leute diesmal haben. Was machst du? Ein Bauarbeiter, okay. Versuch's mal weiter. Beim nächsten Angriff würde ich am liebsten tatsächlich gucken, dass wir... Hm? Ich mache jetzt mal zu einer Truppe zusammen. 26 Leute, und wenn ich dann die nächste 26er Truppe habe, dann Ritter wären mir zwar 10 mal lieber, aber ja. Ich bilde gerade aus. Also ja, ich bin fast soweit. Was machst du da? Bei dir geht ein Bauarbeiter vor. Was machst du da? Ach, du baust einen Hafen. Okay. Ich stürme jetzt rein. Ja, ich habe jetzt 12, die können jetzt ihren Bauarbeiter beschützen. Okay, ja, also da kommt eh nichts raus. Ja, das solltest du eigentlich nicht angreifen. Oh Gott, da sind noch welche. Alles vernichten, was ihr findet. Krieg der Speer hier. Okay, alle Mann vorrücken. Ich zerstöre jetzt das Dorfzentrum. Aber da brauchen wir wirklich erstmal Gold. Ja, ich zerstöre das Dorfzentrum. Läuft gut, ich krieg's hin. Genau. Sobald die alle raus sind, stechen wir sie alle ab. Ja, ich bin da schon dabei. Ja, ja. Die alle fliegen, die nehmen. Es ist gleich so zerstört, dass sie raus sind. Jetzt. Alle umbringen. Müssen aufpassen, dass es... ich hoffe, die zerstören dann den Hafen nicht. Andererseits kann ich auch selber einbauen. Das können wir ruhig. Aber wie gesagt, wir brauchen ein Gold. Ich habe jetzt 25 Gold. Ich brauche 50. Du brauchst 50 Gold für einen. Ja, ja, wenn du nur 50 Gold hast. Ja! Ja, wir haben Gold gekriegt! Leckt mich! Ich baue es auch ein. Bau denn hier oben die haben zwei Häfen, da oben ist noch einer. Den baue ich unter dich und ich baue da oben auch noch einen, falls sie den zerstören. Da gut. Oben die Ecke rein. Das heißt, wir können jetzt richtig loslegen. Ich dachte hier in Westen, da könnte man hinter dem herfahren. Ja, ja, ich weiß. Ich muss ihn dazwischen bauen. Da oben kann ich keinen hinbauen. Ey, da kommt eine Handelskocke, eine grüne. Ach, das bist du. Nee, die Mercianopolis handelt. Wir sollten dann gucken, dass wir irgendwie eine Burg noch hinbauen, um die zu schützen tatsächlich. Ich habe Angst, dass die dann irgendwann kommen. Ich hab noch 220 Steine. Ja, ich weiß. Vielleicht kommen wir noch irgendwie an welche. Okay, wen zerstören wir als nächstes? Na, rot müssen wir unten. Ah, wir haben beide nur 1500 gekriegt. Und das wird zusammengezählt, sehe ich gerade. Hier, das müssen wir jetzt. Mhm. Also wenn wir dann handeln, dann werde ich auf jeden Fall von den Scouts auf Ritter gehen. Dann gehe ich jetzt auf Ritter. Aber sowas von. Hoch da. Guck, dass ihr irgendwas kaputt kriegt. Okay, Hafen steht.
Dann erst noch das Pocken mit der Weg. Hier, Hilfe beim Holz. Gibt's hier noch irgendwas? Ne, die haben, glaube ich, alles abgebaut. Konstantinopel ist aber schon ein bisschen blöd. Anstatt einfach das Gold einzusetzen, um uns loszuwerden. Immerhin dreimal Gold. Pass auf, dass die. Wollen wir die Häfen hier zerstören lassen einfach? Mach die Platz. Ja. Dann kann ich vielleicht doch noch einen Hafen da hinten bauen. Mhm. Also jetzt sieht's eigentlich ganz gut aus. Mit Gold. Dann gehe ich mal mit dem Priester hier runter, bevor ich dann auf Rot losgehe. Ja, da baue ich hier oben nochmal einen Hafen. Weil der ist dann ein bisschen weiter weg. Nö, vergiss es. Ich habe gerade zu viel Spaß. Okay, ich baue einen neuen Hafen. Ja. Ihr seid schon recht blöd, oder? Die sind blöd. Aber wahrscheinlich müssen wir das so machen. Mit ja, ja, ich glaube auch. Das wahrscheinlich nicht hin. Ich reiß den vorderen Hafen dann gleich ab, ja? Was? Ich reiß den vorderen Hafen dann ab. Ey, geiler Brunnen hier, guck mal. Ich seh ihn. Okay. Okay. Deine Priester stehen noch hier unten rum. Ja, ich weiß, die gehen jetzt runter. Holzwall. Hey, erstmal kleiner Schutz. Ja, ja, dass sie runterlaufen, ja. Habe ich hier noch welche? Deine Leute stehen auch da übrigens. Oben. Ja, ich, Bringt das jetzt eigentlich mehr? Immerhin 5 Gold. Okay, du musst deine Leute, deine Handelskocken neu ausrichten, weil die jetzt nicht mehr wissen, wo sie hin müssen. Sacher. Achso, ja, stimmt, wir machen aus. Also ressourcentechnisch sieht es jetzt bis auf Stein super aus. Sacher. Aber ein Markt fehlt halt wirklich. Ich baue jetzt trotzdem Ritter. Ja, verlieren wir aber auch das Gold dadurch noch. Ist mir eigentlich egal. Wir kriegen ja da wir Handelsgewinn haben und Ritter sind halt viel, viel stärker als das, was wir aktuell haben. Okay, jetzt sind wir auf 5 Gold hoch. Immerhin 2 mehr. Es ist immer noch nicht viel, aber es ist wenigstens etwas. So. Meine Speer sind erstmal bereit. Ich guck mal, was die hier so haben. Gut, ihr greift mich an, dann in dem Fall müsst ihr sterben. Müsst ihr auch so, aber jetzt müsst ihr es noch mehr. Das sind 34 Leute. Ah, die haben auch weiße Türme hier. Was? Du hast ein paar Ritter rumstehen bei dir. Ja, die kommen dann langsam. Jetzt brauche ich nicht. Ja. Oh, ein Marktplatz. Den würde ich gerne übernehmen. Ja, wollt ihr nicht erobern? Wir können keine Feinde. Nee, wir haben das leider nicht, dass wir Gebäude. Achso, feindliche Gebäude bekommen können wir nicht. Nee. Okay. Und Attacke! Wenn du dazu kommst, schaffen wir Rot gleich. Rückt aus. Weil ich zerstöre gerade das Luftzentrum wieder. Ja, die Pfeile tun schon weh. Ist halt auch ein Typ davor. Attacke! Attacke! Alle Dorfbewohner abschlachten. Attacke! Ich glaube, wenn die Dorfbewohner so weit weg sind, dann geben die auch auf. Ihr greift mal den Turm an, der geht mir auf den Sack. Byzantiner. Da oben haben wir ein paar Türme. Ja, ja, ich weiß. Ich gucke jetzt mal, dass ich die Dorfbewohner hier wegmache. Warum verschwinden diese Hunde nicht einfach? Ja, wenn ihr immer mehr Gold in den Hals werft, wenn das zerstört wird, seid ihr dumm? Schade, dass wir keine Ressourcen kriegen, wenn wir die Sachen zerstören. Ja, das wäre cool. Keine Ahnung, was mit dieser einen Mission halt los war.
Keine Ahnung, was mit dieser einen Mission halt los war. Ich glaube eh, dass es nicht vorbei ist, wenn wir das Gold haben. Ja, was ich eine gute Teilung. Ich zerstöre einfach alles hier. Guck mal, ob hier oben noch was ist. Warum verschwinden diese Hunde nicht, wenn wir sie so fürstlich bezahlen, wenn sie Sachen zerstören von uns? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, im Grunde ist es doch so, oder? Das ist einfach die falsche Botschaft. Blau, handelt! Blauer, handelt und hier ist ein Hafen irgendwo. Ja, ich hab ihn. Hier ist. Ja. Aber da kommen wir nicht hin, da ist die Brücke im Weg. Nein, der Hafen, da komme ich ran. Ach so, ja. Ja, den habe ich gesehen. Aber da musst du einmal rundherum fahren. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Nein, ich habe ja Leute, den kann ich da wegpacken, das Ding auf. Ach so, ja, zerstörst, da kriegen wir nochmal Gold. Das meine ich ja gerade damit, weil ja, der Blau hat gerade gehandelt. Hier, rot und blau macht den Handelskopf nicht so verwendet. Mhm. Ah, ist auch noch eine rote Brücke hier. Ich frage mich, ob er. Ja, ich glaube, ich kann da nach rechts einfallen. Ah ja, ich hab's gesehen. Konstantins Popel. Oh, cool, guck mal, das hier. Und? Oh, hier ist eine Reliquie! Bist du sie dir holen? Ja, die hole ich mir. Vielleicht ist hier noch was. Michelin, geh mal mit deinem Stuhl. Ja, ich erkunde. Ich erkunde. Da habe ich vielleicht auch noch eine dann. Ja, vielleicht. Ah, das ist ja cool. Das sieht aus wie so ein altes Gerichtsgebäude aus Age of Empires 1, oder? Ja, das ist ja das, wo die das nachmachen. Ich glaube, so ist es auch gedacht. Auch eine alte Ruine. Ja, ja, da könnte auch noch was sein. Gucken wir gleich. Ja, das ist auch eine. Die Gut. kannst du haben. Ich habe nämlich schon den. Hier ist das. Nun greifen die Hunden die Häfen nahe Philippopolis an. Können wir denn nichts gegen sie unternehmen? Ja, versteckt ihr euch hinter eurer Mauer? Das ist ja kein Wunder, ne? Das haben die Römer auch gemacht damals. Ein Priester kommt schon raus. Ach ja. Die Frage ist, wo wir da. Ich glaube, wir sollten dann hier rechts reingehen, wo die. Ich denke mal hier, oder? Sollte mal einfallen, oder? Ich will erstmal gucken, was hier unten ist. Hier. Ja, okay, da will ich auch dann erstmal hin. Erstmal nur schauen, aber ich glaube, da ist auch alles voll blau. Mhm. Oh, ein Blumenbeet, wie cool. Erstmal hier alles schleifen. Das machen wir so hier. Die handeln bei uns. Die fahren in deinen Hafen und handeln. Ehrlich? Ja. Yep. Solange sie keine Kriegsschiffe bauen, ist es okay. Oh, wie das aussieht, wenn die. Wenn wir euch noch einmal 500 Gold zahlen, werdet ihr dann eure Raubzüge einstellen? Nö. Sollte man nicht erstmal fragen und dann das Gold geben? Ja, das Spiel ist aber so konzipiert, dass die Leute andrücken hier so nach dem. Ja, ja, ich weiß, aber im Grunde ist es ja wirklich so dumm. Okay, ich bin gleich durch. Rot ist gleich vollkommen weg. Konstantinopel hat gar nicht so viele Punkte eigentlich. Das ist auch durch die Verteidigung. Ja, ja, ich weiß. Okay, ich heile jetzt kurz meine Truppen und dann. Oder rennst du dahin, ist auch okay. Ich will nur mal gucken. Mach ruhig. Da ist ein rotes Schiff noch. Hat Rot hier auch noch was? Ja, ja. Ach, geh mal an. Du machst das. Und wenn meine Leute dann tot sind, dann gehe ich mit Rittern weiter. Ach, da ist übrigens noch Speer oben. Ja, die bilde ich gerade aus. 26. Gar nicht schlecht. Und ihr seid jetzt Truppe 2. Ach, auch 26. So, hier ist Wasser. Wasser macht eh nasser. Das Gute ist, dass wir jetzt echt permanent durch die Reliquien nochmal extra Gold kriegen. Und durch den Handel. Ja. Hier geht mal dahin, ins Tal. Moment. Du hast zwei. Ach, ich habe die aus Versehen in dein Kloster gepackt. Ach, egal. Ich habe zwei jetzt? Ich habe die aus Versehen bei dir reingepackt, ja. Oh Mann. Ist egal. Ich greife jetzt hier unten an. Wo sind deine? Ach, hier unten. Ich erkunde gerade. Ja, ja, mach. Ich zerstöre. Das Gold! Attila, wir haben eine Goldmine entdeckt. Viel ist es nicht, aber sie wird. Alter, das ist viel!
Hey, der hat mein... dafür stirbst du. Fischlein, soll ich die Goldmine mir schnappen hier? Ja, mach das ruhig, wenn du schaffst. Haha, Priester getötet. Das tut weh. Priester sind teuer. Wie viel in das Gold kommt, ist ja relativ wurscht, oder? Weißt du was? Ich quartiere mal meine Bogenschützen hier aus und pack die mal hier runter. Nun zerstören die Hunde unsere Kultstätten. Das sind wahrlich Barbaren, die nur auf Gold aus sind. Ja, und ihr gebt uns. Ihr gebt uns das Gold hier, ihr seid ja so dumm. Ich komme mir vor wie so ein Asozialer. Der Staat ist so dämlich. Alles okay, Blackbacken? Ich bin noch da. Ja, weil du gerade klangst. Ah, du greifst auch schon an. Ne, ich wollte ja eigentlich nicht. Aber egal. Wir machen es trotzdem. Oh ja, die haben ja einiges am Priester. Ich glaube, es ist nicht so gedacht, dass du die vernichtest tatsächlich. Ich will nicht ausschließen, dass es möglich ist, aber... Möglich ist es. Ich glaube auch. Machen wir das da weg. Also der Priester. Ja. Da war ein Priester. Haha, er hat seine Außenposten selber zerstört. Nicht schlecht. Ach nee, er hat noch ein paar Lebenspunkte. Oh, komm, zerstören wir's. Haha, jetzt hat er es geschafft. Außenposten selber zerstört. Na warte, wenn ich mit Rittern komme. Ich gehe erstmal zurück. Ey, und das sind halt noch Speer, mit was ich hier kämpfe. War ich ja auch. Wenn wir hier eine Burg hinsetzen könnten. Ah, wir haben keine Steine mehr. Nee, das geht. Es gibt auch keine Steine auf der Karte irgendwie. Also wir schaffen es bald mit dem Gold, so wie es aussieht. Ah, ein paar habe ich verloren. Da ist schon wieder Jäger bei dir in der Burg einquartiert. Warum weiß ich nicht? Was hab ich? Du hast, glaube ich, Jäger bei dir in der Burg gerade einquartiert. Du? Nee, du. Ich habe keine Jäger bei mir in der Burg. Nein, ich meine damit, da ist, glaube ich, gerade eine deiner Arbeiterinnen in deine Burg hier unten gelaufen. Da. Das meine ich mit Jägerin. Ist deine drin? Ja. Nur deine. Okay. Ich habe die gerade ausquartiert, da sind nur deine Leute drin. Ach, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Macht ihr mal hier oben was. Ich greife die jetzt an. Mit voller Härte. Ja, macht es. Ihr könnt da alle draufschlagen, das ist ein großes Torhaus. Das Haupttür, oh, das sind Wachtürme auf jeden Fall schon mal. Ah, leider verloren. Das ist sehr blockiert, ich geh kaputt. Was ist denn das hier? Verliert zwar ordentlich, aber. Sind voller Schiffe in der Hafen hier oben. Ach, das ist schon Konstantinopel hier oben. Ja, ich greife Konstantinopel an, ja. Nein, bei mir hier oben, an der Karte. Ich dachte jetzt, was ist das? Wenn ich jetzt noch mit Rittern dazu stoße hier, dann kriegen die aber echt Probleme. Mhm. Weil das sind gerade nur Speer, die ich einfach opfere. Und die haben jetzt schon einen Großteil zerstört. Die haben auch keine Leute mehr zum Ausbilden, glaube ich. Schade. Den einen Turm haben sie fast geschafft. Ich lasse jetzt drauf gehen. Attacke!
Ah, die haben wirklich die Türme fast alleine geschafft, die Speer. Donnerwetter. Der eine lebt sogar noch. Ich meine, der geht jetzt drauf, aber mit Ritterunterstützung schaffen wir es auf jeden Fall. Ich erkunde in Zwischenzeit die Karte und bringe alle Handelsschiffe um die Gewinne. Wisst ihr was, Priester? Vorrücken. Heile. Ja, in der Schlacht heilen ist besser. Kommst du auch noch dazu? Also der erste Tor ist gleich gefallen. Ja, ich bin gleich soweit. Ich mach gerade die Römer-Taktik. Achso? Wer erschöpft ist, geht hinter. Haben die auch so gemacht. Mhm. Wäre schön, wenn der nicht alle auf einem Fleck steht. Okay, jetzt habe ich ihn trotzdem verloren, aber. Ein Ripper zu nehmen. Ja, ja. Ihr sollt das scheiß Tor aus angreifen. Irgendwie geht das nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Wir haben schon fast alle Bäume weggeholzt, guck dir das mal an. Oh, weiß, das läuft also passiv. Wir haben schon 8000 Gold. Ihr Hunden habt unsere Handelsflotte versenkt. Nehmt diese 500 Gold und verlasst unsere Gewässer. Ich jage die ganze Zeit die Handelsschiffe von denen. Wirklich mal auch Gold, nicht vielleicht. Oh. Das dauert ewig. Was? Die hier durchzuhacken. Ja, die Tore sind saustabil. Die haben nur 5600 Lebenspunkte. Was? Wolltest du deinen Krampf oder sowas drauf? Ja, aber ich bin. Wir haben auch erst das Gold. Ich würde jetzt gerne das Gold ausgeben, weil ich Konstantinopel fast fertig habe. Wenn das Tor jetzt offen ist, komme ich rein. Also ich bin kurz davor, die zu vernichten. Hm. Eigentlich war es ja nicht vorgesehen, dass die zu vernichten. Geht aber auch. Vielleicht gibt es eine besondere Belohnung dafür. Vielleicht erklären sie uns dann auch gleich Krieg, könnte auch sein. Weil die Mission geht relativ schnell tatsächlich, wenn man die mit anderen vergleicht. Geht doch mal, lass die doch mal raus. Wir sind durch. Ja? Ich bin drin. Das war ja einfach. Bin ich schon drin? Das war ja einfach. Mhm. Ah, ja, jetzt kommst du auch. Jetzt mach ich weniger Verlust. Jetzt muss ich dazukommen. Ein wahrer Held weiß, wenn es Zeit ist, dazu zu kommen. Kannst du dich zurückzuziehen? Ach nee, egal. Wer ist das denn? Die haben Kataphrakte. Ja, macht eigentlich Sinn. Die Römer hatten den Kataphraktus. Was sind die eigentlich für ein Volk? Byzantiner, okay. Da kommt weg. Werde ich hier bekehrt? Ach, da hinten. Arsch. Oh, die haben wir was. Ich zieh mich mal ganz kurz zurück, weil wir sind schon ein bisschen verletzt. Wir haben uns so viel Gold gegeben, wie wir brauchen. Jetzt können wir ein Hunnenreich errichten. Ja, gerade wir nicht die gerade auseinander hier. Ja, irgendwie schon. Also so Karte braucht. Ach, die haben Weltwunder.
Weltwunder? Da hinten steht ein Weltwunder. Ah, okay, gegen die Burg hätten wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen abgestunken, aber ansonsten haben wir die gerade echt fertig gemacht. Ich habe eine Belagerungswerkstatt gehabt. Ah, ein Seetor. Und dahinter sind Feuerschiffe. Hm, die haben ja ganz schön zugesetzt. Aber ich habe ja die ganze Zeit die Handelsschiffe gejagt, dadurch hast du extra Geld gekriegt. Haben sie aber klug gelöst, die haben keine Dorfbewohner, dass die KI sich nicht ausbauen kann. Hm. Ach, du hast das Gold hier unten abgesammelt. Ja, okay. Da habe ich ja gesagt, ich baue noch das Gold ab hier unten. Dadurch haben wir nämlich das Gold zusammen gehabt. Schauen wir uns doch jetzt mal den Rest an. Wer war dieser Mann, fragte ich, dass er dem römischen Kaiser drohte? Titel wie Kaiser hatten für die Hunnen keinerlei Bedeutung. Attila war kein gekrönter Herrscher, sondern nur der stärkste aller Hunnen. Die Vorzüge seines Amtes bedeuteten ihm nichts. Während seine Stammesführer und Berater von silbernen Tellern aßen, waren Attilas Teller Kelch aus einfachem Holz geschnitzt. Seine skythischen Wachen trugen gerehenbesetzte Schwerter und Mäntel mit goldenen Broschen. Doch Attila zeigte kein Interesse an derlei Prunk. Ihn interessierte nur die Eroberung. Einige glaubten, er wollte ein Vermächtnis schaffen, das dem Alexanders des Großen ebenbürtig sein würde. Alle Barbaren wollten Rom erobern, als würden sie damit sofort ein weltumspannendes Imperium begründen. Doch anders als die meisten Barbaren, sollte Attila seine Chance auch tatsächlich bekommen. Yay, yeah, du bist natürlich besser im Militär, das dachte ich mir schon. Alter, 534 Einheiten. Ja, das machen die Burgen. Das machen, die sind richtig, richtig übel. Ja. Oh, ich habe am meisten geschliffen. Ich habe ein Gold. Ach ja, die Mühle am Anfang. Na, Gold habe ich am meisten, das ist klar. Ja, und Steine habe ich dir ja alle gelassen da unten. Ich habe keinen einzigen Steiner gebaut. Aber guck mal hier, die Roten, die haben Stein geholt ohne Ende. Da unten war wahrscheinlich Stein gewesen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass wir da rangekommen wären. Hm. 95% der Karte erkundet, Donnerwetter. Und Konstantinopel hat 52 Technologien entwickelt. Ja, wahrscheinlich alles, was es gab. Mehr als ich, ne, wa? Das die haben. Als... Ja, ich weiß auch nicht. Im Hafen habe ich keine gemacht, fällt mir ein. Aber ist ja auch egal. Doch, da habe ich bloß Netz gemacht. Ah, also, ich nehme immer Trockendock. Oder Kiel holen, weil dann haben deine Schiffe ein bisschen mehr Panzerung. Achso, ne, ich hatte eigentlich bloß hier, wegen, weil ich dort, Fischerboote gebaut hat, habe ich das Stahlnetz gemacht. Ich meine, die Mission lief jetzt. Ich weiß nicht, was in der vorhergehenden falsch läuft. Die werden wir einfach nicht mehr spielen und gut ist. Ja. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Age of Empires 2 für heute. Ich sage ciao mit Lichtlein TV und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute. Winke, winke. Willst du noch eine Runde?